Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Ninja Kiwi hat ein neues Update rausgehauen, nämlich das Update 18.0, wo unter anderem, wie ihr seht es schon, ein neuer Held dazu gekommen ist, der Admiral Brickel. Brickel? Und zwei neue Maps, einmal die Bazaar-Map, die ist eine Zwischenstufler-Map und das überflutete Tal, was eine Experten-Map ist. Die Bazaar-Map werden wir uns heute auch nochmal angucken. Hier, diese Bazaar-Map ist sogar aus der Community eine Map, finde ich ganz witzig. Und zwei neue Affenwissen gucken wir jetzt auch gleich nochmal an. Und was auch noch ganz cool ist, es gibt jetzt Spielerprofile, wo man sogar sein Profilbild anpassen kann etc. Ansonsten noch ein paar Bugfixes, bla bla. Ich werde die Patchnotes auch nochmal in die Videobeschreibung reinhauen, wenn ihr euch das angucken wollt. Ich werde nur nochmal kurz einige Sachen ansprechen, die ich ganz cool fand. Und zwar zum einen wäre das der Tech-Shooter, der jetzt mit X2X plus ein Pierce dazu bekommt. Den werde ich auch gleich nochmal ausprobieren, ob der Tech-Shooter jetzt so viel krasser ist mit diesem Plus 1, ist auf jeden Fall ein toller Buff. Und was ich auch noch ganz geil fand, war, dass hier die Bananenfarm auf XX3 tatsächlich jetzt auch mehr Bananen erstmal herstellt auf XX3 und auf XX4 sind die Bananen sogar statt 20 gleich 70 wert. Also das ist ein richtig krasser Buff für die Bananenfarm auf dem dritten Weg. Ob die jetzt bei XX4 aber tatsächlich mehr oder gleich viel Geld generiert, bleibt abzuwarten. Weil der produziert jetzt keine 900 Dollar mehr am Ende der Runde, sondern halt permanent 4x70, also eigentlich nur 200 mehr. Aber XX3-Markt ist auf jeden Fall verbessert worden, weil er einfach mehr Bananen macht. Die fand ich ganz cool. Und was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass oben tatsächlich genervt worden ist. Also vor Level 11 gibt er jetzt kein Piercing mehr für die Magietürme, sondern tatsächlich nur noch für die Druiden. Warum die das jetzt nur für die Druiden reingelassen haben, finde ich komisch, weil diese Druidentaktik ist einfach super lame und viel zu einfach. Aber für die gilt dieses Plus 1 Pierce noch ab Level 2 und für alle anderen Magietower halt erst ab Level 11. Das heißt, oben ist vor Level 11 auf jeden Fall schwächer geworden. Und ja, das waren so die Patchnotes, die ich da interessant fand. Und ja, der neue Held kostet halt leider 5000 fucking Affenmoney. Habe ich nicht. Muss ich erstmal farmen. Hatte ich jetzt aber keine Lust, nur für dieses Video zu machen. Den gucken wir uns auf jeden Fall auch nochmal irgendwann an. Das ist halt ein ausschließlicher Wasser-Champion. Es gab ja bisher noch gar keinen, der nur im Wasser sein konnte. Also ganz cool. Und ja, der kann, glaube ich, einfach so schießen und macht, wenn wir hier mal in die 1 gucken, der macht so Seeminen, die dann im Wasser sind und dann, glaube ich, einfach zu den Bloons hingehen, wenn sie in der Nähe sind. Und ansonsten verstärkt er halt noch andere Wasseraffen und sowas. Aber das machen wir in einem anderen Video. Und zwar gucken wir uns heute erstmal nochmal an hier das Profil. Das ist richtig cool mit diesen ganzen Statistiken. Man sieht zu einem, wie viele Medaillen man einfach hat insgesamt. Dann welche Helden man am häufigsten benutzt hat. Auch welche Affen man am häufigsten benutzt hat. Das zählte allerdings leider erst, auf jeden Fall ist das bei mir so, seit dem Update mit den Top-Affen. Also ich habe eben ein paar Runden gemacht und das sind jetzt meine Top-Affen. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe schon mehr als 13 Affenfarben irgendwann mal platziert. Ja, ansonsten kann man dieses Profil jetzt auch öffentlich ansehen. Also wenn ihr in einem Koop-Spiel seid oder sowas, dann könnt ihr auf das Profil der anderen Leute raufklicken und dann sehen sie genau das, was ihr hier anhakt. Jetzt steht hier, man kann 7 Sachen teilen und man kann halt die Sachen anhaken, die man teilen möchte. Standardmäßig angehakt ist, wie viele Spiele man gespielt hat, die beste Runde, was die beste Runde war und wie viele Loons man insgesamt platzen lassen hat. Aber man kann hier auch noch, keine Ahnung, die versteckten Erfolge. Okay, die waren vorhin noch bei 3 von 7. Egal, ich habe einen versteckten Erfolg verloren. Danke, Spiel. Kann man zum Beispiel noch anknubbeln und die Erfolge. Und ihr könnt dann auch nochmal prüfen, was genau angezeigt wird, indem ihr hier oben auf öffentliche Werte klickt. Und das sehen dann quasi die anderen Leute. Das hier unten. Und natürlich die Medaillen. Also, was ihr jetzt genau seht, das sehen dann die anderen Leute. Ja, finde ich ganz witzig. Schöne, tolle Neuerung. Achso, man kann übrigens auch noch, wenn ihr hier oben links raufklickt, euer Profilbild nochmal ändern. Nicht so viel Auswahl, aber solange da ein paar Affen drin sind, ich sehe hier 3, die ihre Zunge rausstrecken, bin ich zufrieden. Und ich nehme auf jeden Fall den Typen, den Piraten, weil der am witzigsten aussieht. Ja, so viel erstmal zu den Neuerungen. Nee, Moment, wir können auch ins Affenwissen reingucken. Und zwar, das eine Affenwissen ist bei Primär, das ist dieses Ding hier, beidhändiger Boomerang, wodurch der Boomerang-Affe jederzeit die Wurfhand wechseln kann. Also er wirft jetzt, ich glaube bisher hat er immer mit der rechten Hand geworfen. Und mit diesem Affenwissen kann er halt auch mit der linken Hand werfen und dadurch wird er dann wahrscheinlich häufiger oder besser die Bloons treffen. Und das zweite ist in Unterstützung, genau das hier, nämlich die Affenbank-Einzahlung, wodurch man in die Affenbank sein Spielgeld einfach reinpacken kann, sodass die Zinsen dann halt schneller erhöht sind. Leider sehr, sehr teuer, auch am Ende des Pfades hier erst. Aber dann könnte man zum Beispiel, man kann ja 9500 hier mit diesen größeren Banken schon einzahlen.
Und dann kannst du einfach von deinem Geld, wenn du es gerade nicht brauchst, 5000 schon einzahlen und kriegst dann einfach mehr Zinsen, damit du schneller auf die 9500 bist. Finde ich ganz cool. Kann ich mir aber alles nicht leisten. So, und wir werden heute den Bazar spielen. Ich werde übrigens mit Churchill spielen, weil ich finde ihn am witzigsten. Ich würde gern den Brickel spielen, aber ja, hab kein Geld. So, Bazar. Auf schwer natürlich. Mal gucken, wie das ist. Und so wie ich das verstanden habe, konnte man diese Map früher auch schon spielen, weil es halt eine Community-Map ist. Aber jetzt ist sie halt auch im richtigen Spiel drin. Und ja, was haben wir denn hier? Wir haben, ist halt ein Bazar. Wir haben hier unten einen kleinen Affen, der ein bisschen so aussieht wie dieser Affe bei Aladdin, wenn den jemand kennt. Und wir haben ein Katzenbazar-Ding. Kann man mit der Katze... Ja, die Katze macht Miau! Die Katze macht Miau, Leute! Alles klar. Das ist jetzt schon meine absolute Lieblingsmap von allen. Einfach weil diese Katze miaut. Ach du Kacke. Okay, kann man noch irgendwas anklicken? Erstmal alles ausprobieren hier. Scheinbar nicht. Oh. Aber man kann... Was? Was kann man hier entfernen? Man kann hier an den Seiten die Palmen entfernen? Alles klar, aber sonst nix. Wofür sollte man hier unten die Palmen entfernen wollen? Das verstehe ich nicht. Okay, und wo kommen die Blutes her? Von oben links. Und sie gehen oben rechts wieder raus. Aber warum ist denn dann hier unten auch eine Pfad? Der rote, die roten Pfeile bedeuten ja eigentlich, dass da wirklich Ende ist. Das heißt, die gehen nicht hier oben raus, um dann hier unten wieder weiterzulaufen. Kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass unten entweder nutzlos ist, aber dann wäre es eine einfache Map wahrscheinlich. Oder aber, dass sie sich abwechseln, dass sie erst oben rauskommen und dann unten. So oder so, wir haben hier in der Mitte einen Pfad, wo wir... Genau. Wo wir Tower platzieren können. Heißt, wir werden da wahrscheinlich alles Mögliche reinplatzieren. Und ich kann mir vorstellen, dass die... Ja. Dass die Shops die Sicht versperren. Das heißt, das ist doof für Scharfschützen und das ist doof für das U-Boot, wenn der überall hinschießen will. Interessant, interessant. Wie sieht's denn aus? Ah, deswegen, glaube ich. Ich glaube, deswegen kann man die Palme hier wegmachen. Falls man hier dann ein U-Boot hinpackt, dann könnte der zumindest auf die Seiten ballern. Ja, okay. Ja, ist aber trotzdem nicht so geil, ne? Nee, lohnt, glaube ich, nicht, die Dinger hier wegzunehmen. Deswegen lassen wir das. So, alright, dann ist das, glaube ich, schlauer, einfach auf einer Seite zu bleiben, ne? Weil, wenn man jetzt hier natürlich seine Affen hin tut, dann kann man ja daneben dann noch die ganzen Verbesserungen machen, wie wie den Affendorf zum Beispiel oder den Alchemisten kann man noch daneben setzen. Genau, ich glaube, ich bleib dann lieber auf der linken Seite. Oh was, der Boomerang-Affe passt da nicht rein? Als ob der zu groß dafür ist. Was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt komm, aber die Boomerang-Affen will ich haben. Boomerang-Affe, sei da. Jetzt nimmt er mir richtig viel Platz weg, ne? Dadurch, dass er da ist. Oh boy. Wehe, du bist dein Geld nicht wert, kleiner Boomerang-Affe. Wehe. Das heißt aber, hier wird Churchill dann auch nicht reinpassen in die Mitte. Und ein Affendorf erst recht nicht. Ja, moin. Ja, moin. Kriegen wir trotzdem alles hin. Wahrscheinlich werde ich jetzt am Anfang wieder ein paar Leben verlieren. Da fängst schon an. Geil, gefällt mir gut. Aber das ist normal bei mir, weil ich Churchill halt immer von Anfang an haben will. Und der ist nun mal teuer. Aber je schneller er da ist, umso mehr bringt er natürlich auch dann im Late Game. Und Churchill vor Level 5 ist halt mehr oder weniger nutzlos. Mit Level 5 kriegt er dann seine Minigun und ab dann läuft das auch. Aber da erstmal hinkommen, ohne zu viele Leben zu verlieren. Und ich möchte heute eigentlich auf jeden Fall nochmal mit dem Reißnagelwerfer was machen, weil eigentlich spiele ich den immer auf 502, was heißt immer, ich habe den jetzt einmal so benutzt. Und ich habe jetzt nämlich erfahren, mit diesem Inferno-Ring, da steht nur, ein tödliches Flammeninferno, röstet Blut sind vergessen. Aber der greift einfach über die ganze Map an. Und der hat dabei so einen komischen Meteor, der dann immer auf die Gegner rauffliegt. Und ja, dieser Zweierpfad hier wurde jetzt irgendwie verbessert mit dem Piercing. Und dieser Meteorit macht halt noch, dass die Gegner dabei immer brennen. Finde ich richtig geil, möchte ich auf jeden Fall heute machen. Ist aber relativ teuer, wie alle Fünferaffen. Ist klar. Auf dem habe ich Bock. Das ist so ein Map-Goal für mich heute. Oder was sagst du, Katze? Ist eine gute Idee, oder? Ja, Katze stimmt mir zu. Alles klar. Oh, damit haben wir unseren Churchill. Den werde ich jetzt einfach hier schön hinpacken. Wird eigentlich auch verhindert von den Dingen, ja, ne? Wenn du gerade nicht gesehen. Oh, da kann er ja gar nicht so viel hier angreifen. Okay, aber was soll ich sonst machen? Ich glaube, das ist das einzig Gute. Und dann kommt hier einfach... Nein, das ist der Falsche. Das mache ich so häufig. Ich packe so häufig den Zauberaffen hin, statt den Alchemisten. Weil ich ein Dummkopf bin. Deswegen, Leute, genau deswegen. So, du kommst da hin und verteilst hier bitte mal deine Tränke, damit das klar ist. Und wehe, du machst das doof. Na, also da kommt schon einiges durch. Aber sobald Churchill, wie gesagt, Level 5 ist, sollte da
nichts mehr durchkommen. Das sollte er meiner Meinung nach jetzt irgendwann sein. Ist er jetzt? Jetzt hat er seine Minigun und jetzt kann ihn eigentlich niemand mehr aufhalten. Jetzt ist der ultra krasseste. Bisschen teuer am Anfang, aber später halt richtig der krasse Killer. Ist ja nun mal auch ein Panzer einfach. Liegt quasi in seiner Natur, Bloons zu töten. Wovor ich aber Angst habe, ich habe jetzt natürlich alles sehr geballt auf einer Seite. Und wenn die jetzt einmal durchkommen, dann sind sie halt auch durch. Ich bräuchte eigentlich irgendwas, was verlangsamt. Die Sache ist aber, wenn ich jetzt den Schlauchtypen hier hin tue, dann wird er halt nur die verlangsamen, die von rechts kommen. Wenn die jetzt von oben kommen, dann wird die erst verlangsamen, wenn sie schon durch sind. Und das ist halt dumm. Ganz schön assig, dass die von zwei Seiten kommen, muss ich sagen. Na egal, wir packen jetzt erstmal hier ein coolen Helikopter hin, der kann dann zumindest auf der ganzen Map mit angreifen. Er kann zwar noch nicht alleine fliegen, aber das kommt bestimmt noch. Und zwar jetzt, ach, die werden so schnell erwachsen. Okay, Runde 40. Oh, kriegen wir den schnell genug tot? Ja, okay, cool. Ist nicht mal einer durchgekommen, das ist natürlich schon heftig. Ich glaube, dann gehe ich auf Rasierrotor. Ja, ja, komm. Dann macht der das alles, dann soll der das hier klären. Findet Katze das auch okay? Approvest du das, Katze? Alles klar. Wenn Katze das approved, dann ist das eine gute Taktik. An sich könnte man auch mal überlegen, eine Bananenplantage irgendwo hinzupacken, oder? Ich glaube, ich leiste mir mal eine, weil der 003er-Pfad wurde ja gebufft. Probieren wir einfach mal aus mit dem Marktplatz. Eigentlich bin ich nicht so der Marktplatz-Fan, weil das eher für Faule der Weg ist. Eigentlich mag ich die Bank lieber. Aber ja, ich bin heute auch mal faul. Außerdem wurde der Marktplatz ja jetzt verbessert, also ist der bestimmt viel besser als die Bank. Ja, ja. Wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt sieht man die Katze nicht mehr so gut. Oh, Marktplatz, du hast mir die Sicht auf meine Katze versperrt. Böser Marktplatz. Meint ihr, da passt noch ein Affendorf rein? Nee. Shit. Warum passt du nicht? Aber brauche ich ein Affendorf, ist halt die andere Frage. Ihr könnt hier zumindest die vier Leute verbessern. Den Heli nicht, aber die anderen vier. Und eventuell auch noch den Alchemisten. Aber nur ganz eventuell. Ach komm, wir packen ihn dahin. Größerer Radius. Ich glaube, jetzt sollte der Alchemist auch mit drin sein. Ist er natürlich nicht. Whatever. Ich glaube, das ist mein Tod, wenn ich mir hier zu viele Bananenplantage hole, to be honest. Weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, guck, die kommen jetzt schon sauweit. Ich glaube, ich sollte erstmal irgendwas auf Level 5 bringen. Oder zumindest irgendwas haben, damit die Leute verlangsamt werden. Okay, wisst ihr was? Nur für mein Gewissen werde ich hier jetzt ein paar Nagelmaschinen hinpacken, auf beide Enden. Das vermittelt auf jeden Fall ein Gefühl der Sicherheit bei mir. Als ob der auch zu groß ist für dieses Mittelding. Alter, wie groß sind denn diese ganzen Affen bitte? Alles klar, da passt er da halt doch nicht hin. Hätte ich ganz geil gefunden, muss ich ehrlich sein. Kommt er da hin? Oh, das... Oh, ja, 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 wir gehen auf den dritten Weg, Leute. Wir gehen auf den dritten Weg und holen hier Nekromanten. Ja, das ist eine gute Idee. Oder den zweiten Weg. Oh, so viele Möglichkeiten, die ich hier habe. Schön mit dem Phönix. Der wird ja auch immer die ganze Map die ganze Zeit angreifen. Oh, 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 okay. Ein Glück habe ich hier die Nagelmaschine. 30. Er hat mich vor 30 Leben gerettet. Die Nagelfabrik zwar vor noch gar nichts, aber die hier vor 30. Good job. Oh, da kommt noch mehr. Noch mehr Kundschaft für dich. Geil, jetzt bist du schon bei 130. Ach du Scheiße, wenn die durchgekommen wären, wäre ich einfach tot, ja? Alles klar. Nekromant, du bist dran. Und er schickt einfach seine Ballons auf die obere Dings. Was ist denn bei dir jetzt kaputt? Das ist doch dumm. Schick die doch nach unten. Okay, er ist ja super bescheuert. Hol ich mir mal besser noch einen mit einem schönen Phönix dabei. Alter, da kommt wirklich ultra viel durch. Jetzt wird es gerade hier ein bisschen random, muss ich sagen. Keine so richtige Taktik mehr. Aber wenn die so weit kommen, dann muss man random agieren, wenn deine eigene Taktik nicht funktioniert. Okay, wir haben zwei Phönixe. Damit sollten wir erstmal klarkommen. Dann können wir uns jetzt auch langsam mal um die Reißnagelmaschine kümmern. Guck mal, die ist sogar noch im Bereich hier mit drin. Okay, cool. Dann kommt die jetzt dahin. Oh mein Gott, okay, ich hatte gerade wieder Ultraschiss, alles klar. Ich habe Boing Wing und meinen Reißnagelwerfer. I like. Okay, 54.000 für den Inferno-Ring. Den möchte ich aber heute auf jeden Fall noch haben. Oh, das ist ja ultra krass teuer. Hm, also bis Runde 80 wird das, glaube ich, nix. Krass, ey. Also der rettet mich hier mega krass, diese Nagelfabrik. 1560. Hat er immer noch null? Ja. Also wenn was durchkommt, dann immer von oben. Aber warum? Warum ist das krasser, wenn die von oben kommen? Ich meine, da greifen sie doch sogar schneller an, weil dieser Zauberaffe da ist. Ich raff das nicht. Okay, schraub, werde besser. Nice, okay, zumindest mal Level 4er. Ich habe noch nichts, noch absolut gar nichts auf Level 5. Das ist so dumm. Ich bin Runde 80 und habe nichts auf Level 5. Bin der schlechteste Bloons-Spieler aller Zeiten. Okay, Runde 80. Let's see. Auf jeden Fall die Dinger hier auf den raufballern. Ja, ja, komm. Runde 80 kriegen wir easy hin. Runde 80 ist gar nichts. Ach Gott. Trotzdem einfach mal so ein Phönix einsetzen. Einfach
Um nochmal sicher zu gehen. Nee, alles, ja, alles easy. Okay, das war Runde 80. Schön, schön. Dann lass mal gucken, ob wir auch bis Runde 100 kommen. Ich brauche auf jeden Fall noch hier meinen Inferno-Ring. Das kannst du mir nicht erzählen, dass ich den Inferno-Ring nicht hinbekomme. Ich verkaufe dafür sogar noch meine Bananenplantagen, wenn es nötig ist. Oder ich setze nochmal einen Hubschraubschraub ein, der die Leute aber wegschubst. Dadurch brauchen wir auf jeden Fall um einiges länger, um hier durchzukommen. Ich glaube, das gefällt mir. Doch, doch, dann ist das jetzt meine Verlangsamung. Zumindest für die Moabs. Okay, nächstes Ziel ist dann trotzdem jetzt der Inferno-Ring. Mal gucken, ob ich es hinbekomme, bevor Runde 100 ist. Sollte aber eigentlich machbar sein, es sei denn, ich sterbe halt davor. Genau in dem Moment sterbe ich? Genau in dem Moment, wo ich sage? Aber warum? Warum haben die vor allem nicht aufgehalten? Was war denn los mit dem Heli? Ach man, ey, wieder nur Runde 89. Warum bin ich der schlechteste Blutspieler, den es gibt? Was soll das? Na gut, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dieser Folge. Runde 80 haben wir ja trotzdem geschafft. Ich finde die Map ziemlich schwer, dafür, dass es einfach nur Zwischenstufler sein soll. Also da finde ich dieses K zum Pfeile hier sehr viel einfacher. Da bin ich auch Runde 101 einfach gekommen. Sehr viel einfacher. Bazar? Keine Ahnung. Heimgesucht fand ich auch einfach. Also das habe ich nur in Koop gespielt, aber fand ich auf jeden Fall viel einfacher als den Bazar. Holy shit. Na gut, auf jeden Fall schönes Update. Gefällt mir. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.